Zukunft Afghanistans ist die internationale Allianz gescheitert? Im Gespräch der deutsche Außenminister Guido Westerwelle. Herr Außenminister, der Krieg in Afghanistan, ist das für Sie eigentlich ein politischer Albtraum? Ich glaube, das ist etwas, was niemand sich wünscht. Erst recht nicht, dass er die politische Verantwortung in solchen Zeiten hat. Es ist ja eine Entscheidung, die vor vielen Jahren getroffen wurde, von der damaligen rot-grünen Bundesregierung noch. Und wir haben jetzt unsere Verantwortung wahrzunehmen. Wir haben auch gleichzeitig natürlich unseren Beitrag zu leisten, dass wir unsere eigene Sicherheit schützen, auch vor Terroranschlägen unsere Bürgerinnen und Bürger schützen, soweit es geht. Und gleichzeitig haben wir ein großes Interesse daran, dass Afghanistan sich gut entwickelt, damit es eben wieder ein stabiles Land auch in Zukunft werden kann. Zwei Afghanistan-Konferenzen hat es in diesem Jahr gegeben, eine in London, eine in Kabul. An beiden haben Sie teilgenommen, eine haben Sie stark mitgeprägt. Kann man eigentlich das Grundkonzept, das damals verabschiedet wurde, mehr Ausbildung der Polizei, mehr Ausbildung der Sicherheitskräfte, Versuch, die Taliban zu gewinnen, mitzuwirken in einem friedlichen Afghanistan, mehr ziviler Aufbau, kann man nach einem halben Jahr eigentlich sagen, gibt es Fortschritte oder ist das noch zu früh zu einer Bewertung? Also die Lage ist ja sehr unterschiedlich. Ich fürchte, wir werden bei der Sicherheitslage auch noch Rückschläge haben. Die Erntezeit geht jetzt zu Ende. Die Erfahrung spricht dafür, dass das auch noch mal zu einer Verschärfung der Sicherheitslage führen kann. Umgekehrt, im Norden gibt es etwa 134 Distrikte. Lediglich in 8 Distrikten gilt die Lage als besonders gefährlich. Das heißt, man muss auch sehen, dass wir auch Straßen nicht nur gebaut haben, Schulen gebaut haben, Mädchenschulen geöffnet haben, sondern dass wir auch zu einer politischen Stabilisierung in diesen Regionen beigetragen haben. Und das ist ja auch das eigentliche Ziel. Das Ziel ist es ja auch, die Übergabe der Sicherheitsverantwortung im Jahr 2014 an die afghanische Regierung zu schaffen. Das ist das selbstgesteckte Ziel von Präsident Karzai. Und das ist auch die gemeinsame Vereinbarung der internationalen Völkergemeinschaft anlässlich der Afghanistan-Konferenz zuletzt in Kabul. Trotzdem haben ja viele den Eindruck, dass es in Afghanistan nicht wirklich vorangeht. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum der zivile Aufbau beispielsweise so stockend nur mal vorwärts geht? Ich bin der Auffassung, dass man das sehr unterschiedlich sehen muss. Es ist richtig, in einigen Bereichen verläuft die Entwicklung nicht gut. Aber es ist auch richtig, dass in anderen Bereichen die Entwicklung auch positiv ist. Und das muss auch gesehen werden. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja dort, weil die riesige Mehrheit auch der afghanischen Bevölkerung es will. Und wir müssen jetzt aber auch gleichzeitig eine Strategieänderung durchsetzen, die wir zuerst in London, dann in Kabul nochmal beschlossen haben. Nämlich, dass es auch um die politische Aussöhnung geht. Gelingt es Ihnen denn zunehmend, das, was ein früherer Verteidigungsminister gesagt hat, die Herzen der Afghanen zu gewinnen? Sind die Afghanen offen für diesen Weg? Ja, alles, was wir wissen, ist ja so, dass die breite Bevölkerung sehr wohl auch dankbar ist für das, was international dort geleistet wird. Das heißt, wenn man natürlich in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern die Debatte verfolgt, sieht man die Rückschläge, man sieht die Anschläge, man sieht das, was auch negativ nicht funktioniert. Aber man sieht zu wenig da, wo es auch Fortschritte gibt, dass zum Beispiel bei der Friedensjirga 1600 Delegierte anwesend gewesen sind. Man sich dort auf eine gemeinsame Erklärung verständigt hat und etwa 20% dieser Delegierten Frauen waren. Das ist meiner Einschätzung nach etwas, was nicht genügend auch gewürdigt wurde und auch beachtet wurde. Afghanistan ist natürlich ohne seine Nachbarn gar nicht zu begreifen. Fangen wir mal mit Pakistan an. Eigentlich ein Verbündeter, aber wie man inzwischen entdeckt, zumindest in Teilen der Gesellschaft, eigentlich auch ein Gegner, manche sagen sogar ein Feind, ein doppeltes Spiel des Landes, der Regierung. Auch da muss man, denke ich, die Erfolge sehen. Zum Beispiel ist im Vorfeld der Afghanistan-Konferenz in Kabul es gelungen, dass auch ein Handelsabkommen zwischen Afghanistan und Pakistan geschlossen worden ist. Das ist, und das hört sich in deutschen Ohren nicht sehr spektakulär an. Wenn man aber die Geschichte beider Länder kennt, dann ist das schon ein herausragendes Ereignis gewesen. Und dann gibt es noch etwas, was man sehen muss.
Wir brauchen die Nachbarn, wir brauchen die Anrainer, wir brauchen die regionale Zusammenarbeit, um erfolgreich sein zu können. Und während in London noch ein Land gefehlt hat, Anfang des Jahres aus der Nachbarschaft, ist jetzt in Kabul auch die gesamte Region vertreten gewesen und hat sich auf diese Erklärung mitverständigt. Das bindet ja auch die Nachbarstaaten und dabei wollen wir sie auch ermutigen. Es ist natürlich schwierig, sich vorzustellen, beispielsweise beim Iran, und um den geht es ja in diesem Fall. Einerseits gibt es Sanktionen gegen dieses Land, man fürchtet die atomare Aufrüstung, man fürchtet auch Ahmadinejad, aber gleichzeitig muss man sie irgendwie einbinden, um Afghanistan zu stabilisieren. Ist eigentlich so eine diplomatische Gratwanderung überhaupt realistisch? Also sie ist notwendig, jedenfalls ist der Versuch notwendig. Wir sind ja in der Europäischen Union oder auch bei den Vereinten Nationen nicht zu dem Ergebnis von Sanktionen gekommen, um uns gegen ein Land zu stellen oder um dem Iran abzusprechen, die Nuklearkraft zivil zu nutzen, sondern wir wollen ja mit diesen Sanktionen die iranische Regierung zurückbringen an den Verhandlungstisch zur Kooperation, zur Transparenz, sprich zu dem, wozu sich Iran selbst verpflichtet hat. Denn jedes Land selbstverständlich kann auch die Atomkraft zivil und friedlich nutzen. Aber selbstverständlich muss auch jedes Land mit der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien zusammenarbeiten und eben durch vollständige Transparenz gewährleisten, dass es auch ausschließlich ein ziviles Projekt ist und nicht gewissermaßen im Versteckten an einer Bombe gebaut wird. Das gilt es zu verhindern und wir sind unverändert bereit, auch mit dem Iran Gespräche aufzunehmen. Ich halte es auch gut für möglich, dass es Gespräche zwischen unserer europäischen Kollegin Cassie Ashton und der iranischen Seite noch im September geben kann. Das ist denkbar, es ist auch anzustreben, aber es setzt eben auch voraus, dass der Iran vor allen Dingen kooperiert und zur Transparenz bereit ist und auch keine Vorbedingungen für umfangreiche und umfassende Gespräche aufstellt. Der Krieg in Afghanistan wird ja von vielen skeptisch gesehen, in fast allen Ländern sogar mehrheitlich skeptisch gesehen. Wie lange glauben Sie jetzt nach 8 Jahren Engagement in Afghanistan, reicht die Geduld noch, um zu hoffen, dass man das Ziel erreicht, was man erreichen will, ein einigermaßen friedliches Afghanistan? Ich halte das für eine sehr schwere Frage, die Sie stellen. Und ich kann uns nur raten, unsere eigenen Interessen nicht zu vergessen. Unser eigenes Interesse liegt zuerst darin, dass wir auch nicht zulassen wollen, dass diejenigen, die den Terror in die Welt exportieren oder die mit Terror auch gezielt staatlich zusammenarbeiten, Afghanistan wieder zu ihrem Rückzugs- und Aufrüstungsgebiet machen können. Man vergisst auch, dass ja vieles hier geplant gewesen ist und leider auch in Europa an Anschlägen stattgefunden hat. Und deswegen rate ich uns dazu, zu Recht skeptisch zu sein bei jedem Auslandseinsatz der Bundeswehr. Ich finde, das ist eigentlich gesund, dass eine Bevölkerung, dass ein Volk bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr zunächst mal eine gesunde Skepsis auch hat. Aber ich rate uns auch zu begreifen, dass es um unsere eigene Sicherheit geht und dass wir dementsprechend auch Erfolg haben müssen und Erfolg haben wollen. Allerdings mit einer klaren Abzugsperspektive, die wir uns gleichzeitig erarbeiten, indem wir jetzt mehr tun, zum Beispiel bei der Unterstützung von zivilem Aufbau. Herr Außenminister, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.